Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich mich so ein bisschen zurückgehalten habe im Ocean House. Sie haben im Ocean House ein Tagebuch gefunden. Dem Inhalt nach hat ein eifersüchtiger Ehemann wegen eines Medaillons seine Frau und seine Familie ermordet. Genau, der mörderische Geist des Ehemannes will sie für immer hier festhalten und sie versucht wohl, ihnen zu helfen, sie zu befreien. Genau. Sie haben die Halskette aus dem Ocean House geholt, als Bezahlung für Therese, um sie zu überzeugen, ihre Fehde mit Tang zu beenden. Genau. Und wenn wir das getan haben, wird er ewige Höllenqualen haben, während sie und ihre Kinder beruhigt ruhen können. Ein Herz für Geister, die nicht erlöst werden können. Es gibt ja sehr viele Spukberichte über viele Häuser. Hallo. Guck mich so komisch an. Sie hasst mich. 4 Erfahrungspunkte. Dann sollten wir mal unsere Verführung vielleicht mal... 8 Punkte. Dann erhöhen wir mal Ausflüchte, weil ich möchte ganz gerne wieder die permanente Blutquelle im Asylum in Angriff nehmen. Ist ja ganz klar. So wie... eigentlich auch schon im Original-Let's Play. Genauso auch wie privat, weil das mache ich privat eigentlich immer so. So. Nur, dass ich deutlich weniger spreche. Ohne Schönheiten wie dich wäre die Welt ein Trost. Okay. Schade. Verdammt. Immer noch nicht hoch genug geskillt, aber egal. Hab ich, du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Irgendeine Idee, was das gewesen sein könnte? Klingt ernst. Kannst du mir sagen, wo ich ein paar Waffen herkriege? Aha, danke Nox. Bleib locker. Gut, wir müssen also unser Verführen erstmal höher skillen. So erreichen wir bei ihr nicht viel. Wir spiegeln uns nicht, denn wir sind ein Vampir und Vampire können sich nicht spiegeln. Sie haben kein Spiegelbild. Und nicht Therese ist da, sondern Jeanette. Ja, ich muss mit Therese sprechen. Therese is out making a show of how well her lips fit on the pants seat of the Camarilla. Did you happen to find her chastity belt or something? Ich muss Therese etwas geben. Er stammt aus dem Hotel. Ooh, can I see it? Das würde ich lieber Therese geben. I'm not just some silly doll, you know. All my life, my sisters made me out to be a joke. She told you I was an embarrassment, didn't she? But I couldn't tie my shoes, let alone hold on to something for her. Is that it? Nein, bitte beruhige dich. She's always belittling me. She's the smart one, she's the favorite, she's the successful one. Well, it's not fair! I'm not a fool! This club's success is just as much my doing as it is hers. Ich verstehe, aber ich kann es dir trotzdem nicht geben. Do you understand what it's like to have your own flesh and blood ripping you apart on a daily basis for 2 lifetimes? Can you? Tut mir leid, das zu hören, Jeanette, aber ich muss es wirklich Therese geben. Fine, you hold on to it. Since you're so willing to play at that big spooky place for my darling sister, how about doing it?
Hätten wir es ihr nämlich gegeben, hätte sie es ins Meer geworfen. Kommt drauf an, worum es geht. The whole event's been set up by a kindred trying to establish their own power grid in our city. And we can't let them have it. So I need some brilliant young upstart to spoil the milk. Für dich mache ich doch alles. I promise this won't take long. Take this now. Give the ponies new dowry and it's flashing. Don't get caught and don't turn it into a massacre. And steal the charity box, did you? Buy yourself something velvet. Na schön, ich werde die Gemälde verschönern. I'm sure Therese will be thrilled to honor your agreement when you get back. But in the meantime, let's get you some and ruin those paintings. And pay me a visit. I know all about it. Hurry up, I can only amuse myself for so long. Bin bald wieder da. Bis dann. Danke, Janet. Du kleines, verrücktes Etwas. Ja, wir werden uns jetzt noch in die Galerie begeben. Und diese Bilder haben eine Bedeutung. Und zwar eine biblische Bedeutung. Jetzt werden einige sagen, ach du Scheiße, eine biblische Bedeutung. Oder manche werden sagen, oh schön, eine biblische Bedeutung. Ja, hat aber nicht unbedingt was mit Gott direkt zu tun. Sondern eher mit dem, was er gemacht hat. Unter anderem. Um genau zu sein, es beschäftigt sich mit einer biblischen Figur, die eigentlich jedermann kennt, oder die meisten zumindest. Es gibt ja auch ein paar Leute, die vielleicht davon noch nicht gehört haben. Gut. Da ist das Hotel. Das Hotel, sag ich schon. Das, die Galerie. Haben Sie den Anruf nicht bekommen? Einer der Künstler hat den Direktor angemacht, also musste ich seine Kunstwerke aus der Show nehmen. Ich bin der stellvertretende Museumsdirektor. Lassen Sie mich nun rein. Das ist großartig, aber auch ich muss meinen Job tun. Tun Sie das. Gute Nacht. Sehr schön, er hat uns den Haupteingang geöffnet und vor allen Dingen da steht der Prostituierte und da steht der normale Bürgerliche. Okay. Interessant. Gut. In die Galerie gelangt, ohne jemanden zu töten. Hier haben wir schon mal die Spendenkasse, die nehmen wir gleich mit. $250. Und ich glaube, wir verlieren, genau, wir verlieren Menschlichkeit. Ja, hier seht ihr es. Cain meets Lilith. Genau, es geht um Lilith und Cain. Cain, der Bruder von Abel. Und genau das ist nämlich hier das Rätsel. Die richtige Reihenfolge entscheidet. Wir müssen die Bilder in der richtigen Reihenfolge zerstören, denn nur so wird das ausgelöst. Nur so kann die Quest erfüllt werden. Also, Cain slays Abel. Ja, das ist richtig. Cain hat Abel getötet. Und zwar aus Neid. Die beiden Brüder müssten nämlich Gott was darbieten. Und da Gott anscheinend mehr Zuneigung zu Abel als zu Cain hatte, war Cain natürlich neidisch und auf Abel und hat diesen dann dafür getötet. Genau.
Kain ist cursed by God. Kain muss sich vor Gott verantworten für diese Tat. Dann kommt Kain meets Lilith. Er muss nämlich fliehen. Und zwar ins Lande Nord. Ja, ins Lande Nord. Ihr hört richtig. Es gibt nämlich auch das Buch Nord. Nord heißt übrigens heimatlos. Ist, glaube ich, hebräisch. Kain spurns Lilith. Ja, das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Aber auf jeden Fall war er im Lande Nord. Und dadurch wird jetzt was ausgelöst. Eine Kreatur der Finsternis erhebt sich. Der Blutwächter! Genau der. Aber den werde ich nicht mit einem Messer angreifen, sondern natürlich mit dem Katana. Und meiner Präsenz. Aua. Und er macht keinen schweren Schaden. Wieso macht er keinen schweren Schaden? Verdammt. Au. Yes! 3 Erfahrungspunkte. Sehr geil. Den haben wir auch geschafft. Eieieiei. Auftrag erfüllt, genau. Und wir sind schon wieder fast tot. Also ihr seht, das geht noch ziemlich schnell. Aber wir sind nicht gestorben. So müsst ihr das Rätsel lösen, wenn ihr das Spiel mal selber spielt. Genau in der Reihenfolge. Das ist tatsächlich so. Es gibt keine andere Möglichkeit. Denn ich glaube, wenn ihr es falsch macht, erleidet ihr Schaden. Irgendwie so war das. Ich weiß das nicht. Aber ich habe das mal gehabt, dass ich das falsch hatte. Und da hatte ich, glaube ich, dann Schaden bekommen. Aber das ist schon eine Weile her, dass ich das falsch gemacht habe. Ah, das werde ich mir merken. Gute Nacht. Genau, das werde ich mir merken. Und jetzt gehen wir nochmal ins Asylum. Denn wir müssen ja Janet Bericht erstatten. 7 Punkte, hey. Dann werden wir nochmal unsere Verführungskunst etwas steigern. Und unser unser Geschick werde ich mal steigern. So, und ich sehe gerade, wir nehmen eine Stunde auf. Aber ich habe so viel Bock auf das Spiel. Ich glaube, ich nehme 4 Stunden auf. Obwohl das hier ziemlich warm ist. Wir haben 23,7 Grad gerade hier. In meinem Raum. Das ist ziemlich übel. Also ich werde mit euch zusammen noch die Quest abschließen. Und dann werde ich die zweite Session beenden. Wie gesagt, ich denke mal, dass die dritte Session auch gleich auf dem Fuße folgen wird. Seit ich reingekommen bin, kann ich die Augen nicht von dir lassen. Du siehst aus wie meine Ex-Freundin. Das will jede Frau hören. Nett. Ich wünschte, ich könnte besser zeichnen, um deine Gesichtszüge für alle Zeiten. Du bist noch da. Ich nehme mal die 2. Ich muss dir da etwas sagen. Komm noch näher. Ich hab's geschafft! Ja! Das ist nämlich das Schöne. Wenn sich unsere Opfer so hingeben, dann können wir sie ohne Probleme aussaugen. Und wir dürfen sie natürlich nicht töten, denn sonst verlieren wir Menschlichkeit, ist ja ganz klar. Aber so passiert ihnen nichts. Du siehst aus wie der Geist aus dem Ocean House Hotel. Darüber würde sich auch jede Frau freuen, wenn sie das hört. Du siehst so aus wie der Geist aus dem und dem Film. Nett. Ach ja, ich kann charmant sein, ja. Ich... Moment! Ich war es nicht. Ich schwöre. Don't lie.
to be. Jeanette already confessed she tricked you into doing it. It was probably all Tun's idea. I'll deal with them later. But that's still no excuse for you ruining my museum. Ich schwöre, ich war es nicht. Ich habe ihnen sogar den Gegenstand aus dem Ocean House mitgebracht. Hier. Nee, das zweite ist besser. Ich schwöre es, ich habe es nicht getan. Ich habe ihnen sogar dieses Ding vom Ocean House mitgebracht. Und ein Tagebuch. Zwei Erfahrungspunkte. Jawohl. Wieso ein Soldat? Jawohl. Für Santa Monicas mächtigstes Kind der Nacht mache ich das doch gern. Das wäre geschleimt. Und wie soll ich das anstellen? Ach ja, das Surfside Diner. Mhm. Wenn ich gehe, ist die Fehde dann zu Ende? Oha. Jetzt gehe ich erstmal nochmal runter, damit sich der Fahrstuhl nicht festbacken kann. Vor allem ich nochmal rausgehen kann. Und dann werde ich auf der Straße von Santa Monica speichern und mich dann von euch verabschieden für diese zweite Session. Eine diesmal ziemlich gruselige. Sie war nicht sehr umkämpft, aber dafür ziemlich, ziemlich gruselig. Dank des Ocean House Hotels. So. Okay. Let's replay. Spiel speichern. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Replay Vampire the Masquerade Bloodlines. Doch bis dato sage ich nun, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.